Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr seht, heute möchte ich mit euch so ein paar wunderhübsche Ostereier herstellen. Die eignen sich wunderbar zur Dekoration auf dem Ostertisch, in einem Blumenstrauß oder in einem Osterstrauß. Ja, und wie das geht, und zwar nämlich ziemlich einfach, das zeige ich euch mal eben. Dies hier sind Styropor-Eier. Und dies hier sind Plastikeier, also es eignet sich beides. Und die Styropor-Eier gibt es einzeln verpackt zu kaufen. Und auch die Plastikeier gibt es einzeln verpackt zu kaufen. Und ja, ich starte einfach mal. Was ihr braucht, sind diese Styropor-Eier. Was ihr braucht, ist ein Holzspieß, um dies aufzuspießen beim Besprühen mit Silberfarbe. Solche Silberfarbe wird häufig zur Weihnachtszeit benutzt, um Dinge silber zu sprühen. Packt es bitte nicht ganz so weit weg, weil es eignet sich auch wunderbar zur Osterzeit. Auch im Sommer kann man wunderbar irgendwelche Dinge silber sprühen. Ich finde, Silber ist eine Farbe, die ist immer voll im Trend. Ja, kurz mal aufschütteln. Ganz wichtig, immer eine Unterlage zum Schutz für eure Arbeitsfläche, weil das wäre sehr ärgerlich, wenn ihr ja dann da die Farbe da habt, wo ihr sie nicht hinhaben wollt. So, mit einem gewissen Abstand kurz aufsprühen. Wie ihr seht, das geht schon ruckzuck. Das war es dann auch schon. Und dann stecke ich diese immer in einem Steckmoos, Steckschaum, was ihr auch immer da habt. Ihr könnt auch Sand einfüllen und irgendwo, wo es halt feststeckt, zum Trocknen. Und da kann das jetzt ganz gut vor sich her trocknen. Ich hatte jetzt auch kein weiteres Ei für euch vorbereitet, aber wie ihr seht, das geht auch. Was man auch machen kann, ich habe dieses Ei Gold gesprüht und mit weißer Eierschale beklebt. Das gleiche kann man natürlich auch andersherum machen. Man kann die Eier auch herkömmlich weiß nehmen. Und ich habe die Aufhängung immer entfernt. Ihr könnt sie natürlich auch, bitte nicht wegschmeißen, natürlich auch nachher wieder anbringen, wenn ihr das Ei auch wieder aufhängen wollt. Ich habe es jetzt erstmal entfernt und habe hier das Ei ja erstmal silber besprüht und wie ich ja eben erwähnte, weiße Eierschale genommen. Das gleiche könnt ihr natürlich auch andersherum machen. Ihr könnt euch Eierschale silber sprühen. Gut durchtrocknen lassen. Und auf ein weißes Ei kleben. Das werde ich dann auch später einmal noch machen. Dieses Ei ist mir jetzt umgekippt. Das war jetzt so nicht geplant. Ich versuche es mal wieder zurückzudrehen. So. Das geht auch ganz fix von den Fingern wieder weg. Also braucht ihr keine Angst haben. So. Wenn das gut durchgetrocknet ist, das sieht jetzt noch ein bisschen matt aus, dann kommt diese wunderschöne glänzende Silberfarbe durch und dann kann man das auch weiterverarbeiten. Ich schiebe das jetzt erstmal beiseite und möchte euch gern zeigen, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich tatsächlich einfach nur eine Eierschale genommen und die habe ich mir vorher gut ausgespült. Beim Ausspülen, also ich habe sie eingeweicht und nachher konnte man auch wunderbar hier drin diese Haut abziehen. Denn diese Haut, diese Schutzhaut würde stören, wenn ihr genau dies tut. Einfach nur das Ei platt drückt. Und wenn überall da diese Haut zwischen wäre, dann würde das aneinander bapschen. Und ja, das würde man sehen und wäre auch ein bisschen störend. Also ich persönlich wollte es jetzt nicht. So, nun habe ich hier mein Ei platt gedrückt, habe absichtlich auch das Ei so herumgelegt und nicht so herum, denn so liegen die Teile schon richtig praktisch, so wie ich sie haben möchte. Und jetzt habe ich hier herkömmliche Farbe, herkömmlichen Kleber. Das ist ganz normaler Bastelkleber und der wird auch richtig transparent, wenn er trocknet.
Nun nehme ich etwas mit dem Pinsel auf, bestreiche mir eine gewisse Fläche an meinem Ei. Und wie gesagt, das sieht man ja nachher nicht mehr, wenn der getrocknet ist. Dann hält das wunderbar und man sieht es nicht mehr. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Was ich jetzt gern nutze, ist einen kleinen Spieß. Kurz mal ein bisschen Kleber anbringen und dann hält nämlich auch das Stückchen Ei. Und dann kann ich das auch wunderbar dahin positionieren, wo ich das hinhaben möchte. Wenn nicht das passiert wie eben. So. Ich möchte es ganz gerne immer an der Oberseite schnappen. Und dann lege ich mir das einfach auf, dahin, wo ich das hinhaben möchte. Und dekoriere somit mein ganzes Ei. Wenn ich mit diesem Ei fertig bin, sprich wenn die Eierschale überall da angekommen ist, wo sie hin soll, dann bestreiche ich das Ei ganz zum Schluss einmal noch komplett mit Bastelkleber. Es hat einfach nur den Grund, dass die Farbe doch, dass das die Eierschale, ich bin so gedanklich bei meinem Ei, dass mir die Worte fehlen, so dass die Eierschalen auch da bleiben, wo sie hingehören und nicht wieder abfallen. Und wie gesagt, das wird ja transparent, wenn es getrocknet ist und dann sieht man das auch nicht mehr und insofern wäre dieses Ei dann auch fertig. Das beende ich ganz in Ruhe, wollte es euch ja mal so einfach gezeigt haben. Ganz zum Schluss im Abspann zeige ich sowieso immer, wie die Deko aussieht. Und hier habe ich ein Styropor-Ei genommen und habe auch hier einfach nur mit Bastelkleber das Ei bestrichen, habe eine Feder genommen, sie aufgelegt und noch mal ein bisschen mit Bastelkleber fixiert. Wenn auch das ganz durchgetrocknet ist, dann hält die Feder, der Kleber ist transparent. Und ihr könnt es in eurem Osterkörbchen legen. So, nun habe ich hier ja mein Styropor-Ei. Das spieße ich nochmal auf zum Trocknen. Und möchte hier ja gerne nochmal ein Schleifenband mit einbringen. Ähnlich wie ich es hier schon gemacht habe. Und zwar habe ich mir da schon mal eine kleine Schleife gebunden. Ich lege das mal ganz kurz ab. Na, hält das Ganze jetzt? Nee, hält nicht. Möchte nicht halten. Dann lege ich das hier kurz ab. Jetzt habe ich hier schon eine kleine Schleife gebunden mit einem dünnen Seidenschleifenband und habe eine kleine Stecknadel. Stecke die Schleife jetzt einfach auf, setze sie an meinem Ei. Und die Nadel stecke ich nicht ganz tief ein, weil ich da gerne, wie zum Beispiel auch hier, eine Perle mit aufbringen möchte. Die gibt es ja fertig zu kaufen in Bastelgeschäften, in Deko-Geschäften, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Farben. Und ich habe mich für dieses Cremeweiß entschieden und habe hier meine Klebepistole, die ich ja mit einer Hand immer nicht aus der Verankerung bekomme. Jetzt streiche ich mir dann ganz kleinen Punkt Heißklebe dran. Möglichst ohne meine Fingerchen zu verbrennen. Setze es über diese Nadel und kann es ganz fixieren. Es wird jetzt trocknen, es hält. Und ja, auch die Feder wird jetzt noch gut antrocknen. Und dann halten und dann kann ich das Ganze auch in meinem Nest einbringen. Als Nest habe ich hier ganz herkömmlich eine kleine, ich glaube das ist ein Brotkorb, Brötchenkorb und das kleide ich mir aus mit Heu. Momentan dekoriere ich sehr gerne mit Heu, weil das eben auch so einen wunderbaren Duft abgibt und auch so natürlich aussieht. Und da kann man
ich hier so ein kleines Nest bilden. Und fertig ist es auch schon. Und wenn man dort jetzt seine Eierchen hineinlegt, finde ich, kann Ostern kommen. Es sieht so schön aus. Sehr dekorativ auf dem Ostertisch. Also viel mehr muss da gar nicht her. Ja, ich werde dies noch fertig machen, zeige es zum Schluss alles im Abspann noch einmal. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und ganz viel Freude damit. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.